So, meine Lieben, auf in den Abschlusstanz. Wir beginnen mit zwei Luftmaschen und wenden. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt fangen wir gleich mit geschlossen an. Dann einmal offen. Geschlossen. 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 Offen.
geschlupst. Was mache ich denn hier? Jetzt. Geschlossen. Offen. 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 Geschlossen. Und nun in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. Zwei Luftmaschen für die Höhe und wir gehen in Reihe 87. Jetzt hegen wir in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Das offene umhäkeln wir mit 3 Stäbchen und dann wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen, so dass wir jetzt insgesamt 156 Stäbchen häkeln. Ihr seht, wir häkeln jetzt einfach wirklich überall, na jetzt aber, überall Stäbchen, auch auf das offene, da werden 3 Stäbchen drum gehäkelt, wie immer halt.
Und so wird jetzt eine Reihe nur Stäbchen gemacht. Um das nächste offene kommen auch wieder drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Und dann wieder Stäbchen auf Stäbchen. Und so bewegen wir uns jetzt die gesamte Reihe weiter. Ich werde nämlich hier jetzt wieder an dieser Stelle einen Schnitt setzen, weil ich denke mir, das wird wieder zu langweilig für euch. Deswegen, wir häkeln uns jetzt hier an dieser Reihe weiter. Das umhäkeln wir mit drei Stäbchen, hier dann Stäbchen pro Stäbchen, mit drei Stäbchen umhäkeln, Stäbchen pro Stäbchen. Und so geht das die ganze Reihe durch. Danach in der Reihe, die werde ich nämlich auch nicht filmen, kommt auf jedes Stäbchen eine feste Masche, so dass wir dann 156 feste Maschen häkeln. Also, jetzt die Reihe, alles voll Stäbchen, in der nächsten Reihe alles feste Maschen. Die festen Maschen könnt ihr auch weglassen, wenn ihr wollt, sie dienen aber dafür, dass der Tischläufer nicht so viel Spiel hat. Die festen Maschen raffen den ganzen Tischläufer ein bisschen zusammen und sorgen dafür, dass er nie kein Spiel hat, dass es uns auf dieser Seite nicht ausleiert. Auf der Seite ist es ja ziemlich fest durch die Luftmaschen. Hier, ich ziehe, da tut sich nichts. Und wenn ich jetzt auf dieser Seite ziehe, da tut sich viel. Und mit den Nurstäbchen tut sich noch mehr. Deswegen dann eine Reihe nur feste Maschen, das rafft das Ganze zusammen und hält es in Form. Ihr könnt es weglassen, ihr müsst es nicht machen, aber ich mache es, weil es einfach wunderbar in Form hält. Und mal ganz ehrlich, wir haben uns jetzt so eine Mühe gegeben und da wollen wir ja nicht, dass irgendein Waschfehler oder irgendwas uns das kaputt macht. Deswegen einfach einmal noch feste Maschen drüber. Und dann hält das Ganze wunderbar in Form. So, ich mache mal noch schnell die zwei Reihen und dann sehen wir uns für den Rand wieder. Und bis dahin bin ich vielleicht auch mein Krabbelhals los. Die zwei Reihen sind fertig, die Reihe mit den Stäbchen und mit den festen Maschen. Jetzt wollen wir dem Ganzen aber noch einen Rand verpassen. Wer den nicht möchte, schneidet den Faden jetzt ab und vernäht ihn und ist damit fertig. Wer ihn auch möchte, macht weiter mit. So, wir machen eine Luftmasche, stechen jetzt in das erste Stäbchen. Moment, ich hole es mal näher ran. So, ja, so ist besser. Stechen in das erste Stäbchen, was hier so quer läuft, ein, holen uns den Faden und machen eine feste Masche. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen und stechen hier gleich in das nächste Stäbchen ein. Wir haben jetzt hier das nächste Stäbchen laufen und machen eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Hier ist jetzt so ein kleiner Mini-Faden zwischen den beiden Stäbchen. Da stechen wir ein und machen eine feste Masche. Wem der Rand zu klein ist, kann auch gerne drei oder vier Luftmaschen machen. Das zeige ich euch auch mal. Das waren jetzt drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das sähe dann so aus. Ist auch sehr hübsch. Also das könnt ihr jetzt entscheiden, wie ihr das wollt. Ich glaube, ich werde sogar auf drei Luftmaschen gehen. Sieht nämlich auch sehr hübsch aus. Und so häkeln wir uns jetzt
mit Luftmaschen und festen Maschen einmal um den gesamten Läufer. So, hier haben wir wieder das Stäbchen, einstechen, feste Masche, drei Luftmaschen. Nee, kein Stäbchen, wir machen feste Maschen. So. Also sieht der Rand dann aus. Wie ihr seht, so ein kleines bisschen geschwungen. Aber ich finde, das ist ein schöner Kontrast zu dem Gesamt ganz geraden, was wir hier haben. Und dann haben wir es hier so ein kleines bisschen geschwungen. Hier nochmal drei Luftmaschen und eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Und feste Masche, drei Luftmaschen, feste Masche, drei Luftmaschen, feste Masche. So sieht es dann aus. Hier, und so arbeiten wir uns jetzt einmal drumherum. Und das Ganze wirkt jetzt wie so ein kleiner Rüschenrand und gibt dem Ganzen dann einfach noch einen richtig edlen Abschluss. Oder aber ihr lasst es einfach ganz gerade. Sieht auch nicht schlecht aus. Das müsst ihr halt jetzt wirklich selber entscheiden, wie ihr es haben wollt. So, ich mache das bei mir jetzt einmal schnell drumherum und wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt bin ich gleich durch die Stäbchenseite durch. Ich hole euch mal wieder ein Stückchen weg. Moment. So. Gucke ich, dass ich hier genau die Ecke treffe, dass wir es einfach schön dann auch in der Ecke haben. Drei Luftmaschen. Jetzt bin ich auf der Seite, wo unsere Luftmaschenkette ist. Und da geht jetzt zwischen die Stäbchen, das heißt nicht in die Luftmaschen, sondern zwischen die Stäbchen steche ich ein. Hier ist ein Stäbchen, da ist ein Stäbchen. Und da zwischen die Stäbchen gehe ich dann und setze meine feste Masche. Ja, Stäbchen, Stäbchen und da dazwischen und die feste Masche gesetzt.
So, meine Lieben, ich bin jetzt einmal drumherum. Ich habe dann übrigens auf der Seite, wo die festen Maschen sind und wo die Lüftmaschen sind, nur in jede zweite Masche meine feste Masche gesetzt. Weil ansonsten wurde es mir einfach echt zu rüchig. So, Faden abgeschnitten und jetzt wird er noch vernäht. Setze ich hier noch mal ein, zwei Knötchen, dass der Faden auch wirklich gut hält. So, und fertig sind wir. Das hier habe ich jetzt noch vom vierten Knäuel übrig, also gut die Hälfte. Das heißt, ich habe so ungefähr, und das sind jetzt im Moment, ich glaube genau 200 Meter. Das heißt, 700 Meter habe ich jetzt verbraucht für unseren wunderbaren Tischläufer. Aber nun ist er endlich fertig. So, ich ziehe ihn jetzt noch einmal durch, dann können wir uns wunderbar zusammen anschauen. Hier haben wir angefangen. Wartet mal, ich fange andersrum an. Ach, hier ist das viel Material. So. Ja, so sieht man das Muster wirklich sehr, sehr schön. Aber es ist halt immer noch nicht gezogen oder gespannt oder irgendwas. Es ist wirklich jetzt frisch von der Nadel. So sieht es dann gezogen aus. So, meine Lieben, damit haben wir das erste Mitmachhäkeln geschafft. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei, habt auch viel Spaß mit eurem Läufer. Ich gehe mir ihn jetzt erstmal schön wässern und danach spannen. Oder, na gut, nicht richtig spannen, ausgebreitet trocknen lassen und ziehen ein bisschen in die Breite. Hat fast denselben Effekt, nur nicht mit so viel Zug. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß mit eurem tollen Tischläufer.